Ja, zunächst einmal denke ich, dass Ab in die Mitte eine super Sache ist, die Köpfe am Dampfen zu halten, was die Entwicklung von Innenstadtkonzepten betrifft. Also so ein Wettbewerb spornt ja auch immer ein bisschen an, neue Ideen zu entwickeln. Es ist eine sehr schöne Plattform, das zu tun. Dass das auch jedes Jahr stattfindet, entwickelt ja auch eine gewisse Dynamik. Wir für unsere Stadt nutzen das natürlich sehr gern, weil zum einen man ja auch gerne seine Projekte vorstellt, zum anderen sich auch gerne im Wettbewerb stellt und zum dritten natürlich, wenn man Glück hat, auch noch den einen oder anderen Finanzierungseuro gewinnen kann. Insofern finde ich Ab in die Mitte ein ziemlich starkes Instrument für die Entwicklung von Innenstadtkonzepten. Bei diesem Projekt, das wir als Kulturförderverein unterstützen, wollen wir versuchen, dass Bürger der Stadt und Besucher unserer Altstadt besser kennenlernen. Es werden Geschichten erzählt von Alt und Jung, die in Verbindung mit der Stadtgeschichte und den Häusergeschichten zum Tragen kommen sollen. Mit der mobilen Webseite kann man die Geschichten herunterladen auf sein Smartphone oder Tablet, kann sie dort erleben, wo sie passiert sind. Wir haben natürlich auch berühmte Leute in der Stadt, wie zum Beispiel den Schriftsteller Carl Fegen, der hier gelebt hat. Und über den, auf den die Leute geschaut haben. Und wenn er vom Schloss oben hier die Straße runtergefahren ist im Winter, hat er immer das Bein rausgehalten, damit das Auto bremsen konnte bei Schnee und Eis. Also da existieren viele Geschichten, die es wert sind zu erzählen. Wir sind die Kleinstadtmenschen.